Ja, willkommen zurück bei meinem Kanal. Wir öffnen heute drei Booster von Match Attacks Champions League 21-22 und mal schauen, was wir da drin so bekommen. So. Wir starten mit der Powerkarte von Jesus und Torres als Master and Apprentice. Dann haben wir das Bayern-Logo, Stecklenburg. Dann haben wir Ilustondo, Gomez, dann Pjanic, Asensio, Thiago Alcantara, Fernandinho Captain und dann kommen wir noch zu den Powerkarten. Da starten wir mit der Crystal von Diallo, sehr nice. Und dann haben wir noch Antonio als Goal Machine und Midfield Masterclass Madison. Dann kommen wir zum zweiten Booster und da haben wir einen Matchwinner gleich direkt. Sehr nice. So, den holen wir auch gerade mal nach vorne. Und ich sehe, da kommt eine Club 100 Karte. Sehr nice. Man of the Match, Pjanic. Dann haben wir Herrera, Sané, Merino, Sevilla Logo. Dann haben wir Bergwin, Telles, Mahrez, Rashford. Dann haben wir hier eine Club 100 von Ruben Dias. Sehr nice. Dann haben wir hier Allrounder Herrera und von Real Madrid Sick Nature Style von Rodrigo. Sehr nice. Ein Päckchen haben wir noch. Mal gucken, was wir da noch so drin bekommen können. So. Da starten wir wie immer mit der hinteren Powerkarte. Da haben wir Thomas als Master and Apprentice mit Evans. Dann haben wir Zaniolo, Trippier, Mbemba, Di Lorenzo. Dann haben wir Dyer, Verratti, Fabianski, Thomas. Dann machen wir weiter mit der ersten. Oh, hier kommt wieder eine Club 100. Und zwar von Joshua Kimmich. Sehr nice. Zwei Club 100 in drei Boostern. Das kann sich doch sehen lassen, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. Und dann haben wir noch Midfield Masterclass Ocampos und Defensive Warrior Upamecano. Ich mache das mal so, weil Club 100 sieht doch gleich viel schöner aus. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst dafür auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, auch für die beiden Club 100. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und ciao.